Gerade vor mir Frühstück zu machen, sprich hier ist die Milch, hier ist ein Topf und hier ist mein Frühstücksbrei. Den habe ich noch nie gegessen und deswegen werde ich ihn heute mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt und ja, wie bereitet man den zu? Man nehme den Frühstücksbrei, je nach gewünschter Menge müsste man die doppelte heiße Flüssigkeit, wenn man ihn heiß haben möchte, hinzufügen und dann 3 bis 5 Minuten quellen lassen. Ja, also ich werde das jetzt einfach mal mit einer Tasse so abmessen und muss das wieder hier festhalten. Ach Gott, ich weiß, ein paar von euch haben mir geschrieben, dass es so Dinger gibt dafür bei IKEA, aber ja, das werden wir dann nach Weihnachten in Angriff nehmen. Ja, und jetzt werde ich mir hier mein Frühstück frei machen, frühstücken und danach, ja, habe ich ein bisschen was für mein Video morgen zu tun. Und ich hatte mir noch so ganz kurzfristig gestern Abend überlegt, hey, wie wär's eigentlich mal mit so einem Last-Minute-Video, Geschenkideen, Bastelvideo, und ja, das werde ich jetzt einfach dann heute drehen. Hier war ein kleines Mäuschen dran. Ich kann irgendwie nicht warten, bis das ganze Essen fertig ist, deswegen knabber ich immer nebenbei schon. Und da ist der Frühstücksbrei, der jetzt gerade zieht. Und jetzt werde ich hier noch weiter knabbern. Und danach mein Frühstücksbrei essen. Halleluja, ihr glaubt gar nicht, wie es draußen am Stürmen ist. Es ist so heftig, ich habe mich gerade so erschreckt. Ja, ganz schön windig. So, ich mache hier mal ein bisschen die Heizung an. Ich war eigentlich jetzt gerade auf dem Weg, ich wollte kurz zum Einkaufszentrum fahren, weil ich noch 2 Sachen aus dem Bastelladen brauche. Jetzt mache ich das aber doch nicht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich zu lange da brauchen werde, weil es zu voll ist. Und deswegen werde ich jetzt erstmal mein Intro drehen und mein Outro, damit ich das habe und es noch hell ist und schönes, einigermaßen schönes Licht ist. Guck mal, den habe ich gerade eben nicht mehr aufgegessen, weil der so stopft. Das ist krass, wie sehr der stopft. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal kurz mein Intro drehen. Dafür ziehe ich mir jetzt noch ein anderes Oberteil an. Und dann werde ich mich auf den Weg machen ins Einkaufszentrum. Dann werdet ihr, denke ich mal, auch Tobi kurz sehen. Und ja, heute Abend werden dann die ganzen Sachen gedreht. Weil ich nämlich nachher noch für meine Mama ihr eines Geschenk kaufen muss. Und dafür werde ich dann mit dem Tobi nach Köln in die Stadt reinfahren. Ja, mein Zimmer sieht auch wieder aus, wie als wäre hier ein Wirbelsturm durchgerast. Ja, egal. Ja, und das werde ich jetzt erstmal machen. So, Oberteil gewechselt, Haare ein bisschen aufgemacht. Und ja, jetzt werde ich hier die Lampe einstecken und dann mein Intro drehen. Hui, so. Gott sei Dank habe ich den Akku gestern noch aufgeladen. Ja, und draußen ist es noch immer sehr, sehr windig. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schokolade zwischen den Zähnen, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade mein Intro gedreht. Und ich werde jetzt meinen PC hier mal zumachen, das Licht ausmachen, die Kamera abbauen, damit die Katzen nicht nachher dagegen springen und zack, ist alles ruiniert. Ja, so, also das Intro ist jetzt gedreht und oh, jetzt fängt es auch noch an draußen zu regnen. Tolle Sache. Und so. Und ja, ich werde jetzt hier kurz die Kamera abbauen und dann direkt ins Einkaufszentrum fahren. Und freue mich jetzt schon. Yay! Ich bin wieder zu Hause und bearbeite gerade den Vlog, der jetzt gleich noch online kommt. Ja, ich war jetzt eben noch einkaufen. Ich habe euch da nicht wirklich mitnehmen können, weil ich ziemlich viel zu schleppen hatte und es geregnet hat. Und ja, mit dem Handy ist es noch immer blöd. Blöderweise, im Auto ist das Ladekabel jetzt auch nicht. Jetzt muss ich bei Anna oder bei Sammy mal nachfragen, ob ich es da irgendwie vergessen habe. Ja, und ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das Daily Mentee Video bearbeitet. Tobi müsste gleich eigentlich auch kommen. Und dann werde ich jetzt mein Video erstmal drehen, weil das wollte ich eigentlich für morgen oder für Montag halt haben. Und ja, da habe ich ja vorhin schon das Intro gedreht. So, und jedenfalls, das hier ist jetzt fertig geschnitten. Ich mache jetzt noch kurz das Intro rein und dann sehen wir uns gleich. So, die 2 Mäuse, die schauen mir hier gerade bei meinem Video zu. Das magst du nicht, das sind Sticker. Kommt dir klar? Er hat einfach mir meinen Sitzplatz weggeschnappt. Voll mies. Was geht? Hallo. Hä? Hallo.
Komm, sei mal nicht jetzt nicht so eine Schnarchnase. Tobi ist voll müde, der hat 2 Stunden länger gearbeitet, als er eigentlich hätte müssen. Das war ein harter Samstag, der letzte Advent. Der letzte Samstag vor Weihnachten. Ich bin schon voll durch. Oh, ihr seht, wie im Arsch ich bin. Oh. Ich bin froh, wenn jetzt aus der Sicht vom Arbeiten Weihnachten überstanden ist und die 2 freien Tage kommen und selbst an Weihnachten muss ich auch arbeiten bis 13 Uhr. Oh. Dann werde ich es mir erstmal so richtig gemütlich machen mit Maren. Einfach nur Fernsehen gucken, hoffentlich laufen Disney-Filme oder sowas. Ja, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblings-Disney-Filme an Weihnachten am besten laufen sollten, tun hätten, wäre besser gelaufen. Was ist los? Dein Sticker ist kaputt gegangen. No, stimmt, er ist sogar 2 Mal kaputt gegangen. Egal, jetzt sieht er so aus, als ob es so sein müsste. Ja, und auf jeden Fall werde ich jetzt gleich mit der lieben Maren was essen und ich werde auch erstmal duschen gehen und ja. So, heute gibt es Nudeln mit Sahnesoße und Hühnchen. So, Mister, sag mir mal, was du hier gerade tust. Findest du das in Ordnung? Jetzt kriegst du den Mund nicht mehr auf, ne, wenn die Kamera da ist. Eben konntest du mir das Ohr abkauen und jetzt? Was ist ein fucking Problem? So Leute, Alter, warum bin ich so rot im Gesicht? Oh Gott, was ist mit mir passiert? Ich glaube, weil ich die ganze Zeit eben so saß. Alter Schwede. Ja, wundert euch jetzt nicht, warum ich jetzt gerade hier vor der Heizung sitze. Ich bin gerade hochgegangen, weil bei mir im Ankleidezimmer habe ich immer den perfekten Klang bei einem Voice-Over. Das heißt, also hier heilt halt gar nichts und es klingt halt ganz gut. Und deswegen mache ich jetzt hier oben mein Voice-Over, weil Tobi auch unten gerade eingeschlafen ist. Der hat sich irgendwie über YouTube 24-Stunden-Rennen von 2013, glaube ich, angeguckt nochmal und ist eingeschlafen. Deswegen habe ich ihn zugedeckt und werde jetzt, weil ich mein Video gerade fertig bearbeitet habe, wir haben auch mittlerweile schon 0.30 Uhr, werde ich jetzt, 39, sorry, werde ich jetzt das Voiceover noch machen und das Video dann soweit fertig exportieren, damit ich das dann gleich auch hochladen kann und es morgen pünktlich um 12 Uhr online gehen kann. Ja, und deswegen werde ich jetzt mal das Voiceover machen. Komm mal her, Finn. Schatzi, komm mal her. Ja, komm. Leistest du mir Gesellschaft, mein Schatz? Komm. Oh, mein kleiner Prinz, leistest du mir Gesellschaft? Ja. So, blöde Sache. Ich glaube, ich habe hier eine richtig dicke Schwellung. Ich krieg das nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Mein ganzes Auge ist ja voll rot. Das tut voll weh. Keine Ahnung, jetzt habe ich mir hier gerade mich abgeschminkt. Hier tut es auch irgendwie weh und Alter Schwede, ich sehe aus, als hätte ich einen Bau aufs Maul gekriegt. Oh Gott. Oh nee, das ist nicht witzig, Maren, hör auf. Ja, auf jeden Fall, ich kriege einen Tobi nicht wach. Der liegt unten und ist eingeschlafen, schon seit 2,5 Stunden. Mein Video ist mittlerweile fertig und oh Gott, das tut weh. Und ja, ich kriege ihn einfach nicht wach. Mut. Na, süßer Mann. Na, das süßer Mann, du. Ja. Ich versuche ihn jetzt nochmal wach zu machen. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon 7 Mal versucht wach zu machen. Und Tobi ist so ein richtiger Stinker. Der macht dann immer so, lass mich jetzt schlafen. Und ich sage, Tobi, du hast morgen Rückenschmerzen. Nein, lass mich jetzt. Ja, eigentlich müsste ich ihn lassen. Aber irgendwas, ich glaube, er ist wach. Geh mal gucken. Finn, keine Dummheiten machen. Hm.
aufstehen.